Hallo und willkommen, ich bin Bernd und ihr seid hier bei www.hotoni.de. Workshop heute, wie kann man Systemtools nachinstallieren? Folgende Problematik, ich habe zum Beispiel eine Software wie iCal, die funktioniert nicht mehr. Die ist total im Eimer, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich muss die einfach komplett neu installieren. Das ist unter macOS X gar nicht so einfach. Denn mit Bordmitteln ist das fast schon gar nicht möglich. Dazu gibt es ein Tool, das nennt sich Pacifist. Das habt ihr hier. Pacifist findet ihr unter http://www.charlessoft.com/. Wenn ihr Pacifist heruntergeladen habt, beziehungsweise ihr klickt also hier drauf, auf Download, Pacifist wird runtergeladen und dann könnt ihr das Ganze installieren. Ich habe das natürlich schon mal gemacht. Wenn man Pacifist denn startet, sieht das so aus, man hat dieses Fenster. Das ist eine Shareware, die könnt ihr kaufen, würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Ist eine Software, die braucht man immer und immer wieder. Wenn ihr dieses Fenster nun geöffnet habt, könnt ihr ein einzelnes Paket öffnen. Ihr könnt eine URL öffnen, das heißt direkt aus dem Internet heraus ein Paket auslesen, oder ihr könnt die gesamte Apple Installationsdisk öffnen. Wenn ihr hier raufklickt, dann müsst ihr die Disk einlegen, beziehungsweise in meinem Fall war es so, ich habe sie schon eingelegt, deswegen findet er die hier auch gleich. Dann geht ihr auf Wählen und dann fängt er an, die CD zu laden. Ich habe das schon mal hier gemacht, denn das dauert ungefähr 4 bis 6, 7 Minuten, bis die komplett eingelesen ist. Wenn man die dann eingelesen hat, die CD, bekommt man folgendes Fenster angezeigt, dieses. Dieses Fenster zeigt mir alle Pakete an, die sich auf meiner CD befinden. Inhalt von Essential System Software, Inhalt von Brinda Driver Group, Inhalt von Additional Fonts Packages, Inhalt von Language Translations, X11 User Package und Bundle Software, MPKG. Ich kann da also mal anklicken auf so etwas und sehe dann hier verschiedene Zusatzapplikationen, die ich installieren könnte. Hier sehe ich, wo die praktisch alle, also ich kann den gesamten Inhalt eines Paketes komplett auslesen. So, dann kann ich mir dazu Informationen anzeigen lassen. Booth Package 3,5 MB. Voreingestellter Installationsort, der soll jetzt also nach slash boot installieren von dort aus. Das heißt, er wird also slash boot slash applications slash und dann Photobooth App installieren. So wird er das machen. Gleiches hier, er würde auch hier alles noch slash boot installieren. So, unser Problem ist folgendes, wir möchten gerne iCal neu installieren. Das ist in den Essential System Software. Da drin ist es auf jeden Fall, denn das ist so eine Systemsoftware, die mit installiert wird, mit meinem Betriebssystem von Haus aus. Hier habe ich den iCal mit den ganzen Programmen und Dateien, die sich darin befinden. Ich klicke also hier rauf. Kann mir den Paketinhalt anzeigen lassen oder auf die Ressourcen klicken. Gehen wir hier zurück. Wenn ich das nun extrahieren möchte, installieren möchte, ich kann das also entweder extrahieren zu irgendeinem Ort, sagt, das möchte ich gerne mal auf dem Desktop haben, weil dann möchte ich mir eine bestimmte Sache selber raussuchen, dann würde es jetzt extrahieren. Oder ich kann es auch direkt installieren. Das heißt, er würde jetzt mein iCal, was ich installiert hatte vorher, komplett überschreiben. Wenn das nicht funktionieren sollte, dass euer Programm dann repariert ist, müsst ihr das, bevor ihr es neu installiert, einmal komplett deinstallieren. Dazu schaut euch bitte den Workshop über AppZapper an. So, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ich bin der Bernd und ihr seid hier bei www.hotoni.de.